Hallo Smartwatch-Freunde, ich bin Kai, ihr seid auf meinem Kanal und ich will euch heute mitnehmen zur Amazfit Bip. Zur Amazfit Bip gibt es zu sagen, ich habe sehr viele Suchanfragen und sehr viele Kommentare bekommen, dass die Einrichtung doch manchmal nicht klappt und ja, dass es da oft Probleme gibt. Ja, die Bip macht Probleme bei der Einrichtung. Das gebe ich zu. Es liegt jetzt nicht an der Uhr, es liegt nicht an den Herstellern, es liegt nicht daran, dass es eine chinesische Uhr ist. Nein, sie ist einfach ein ganz normaler Fitness-Tracker und jeder Fitness-Tracker, ist meine Erfahrung, hat Probleme bei der Erstinstallation und Probleme mit dem Bluetooth. Das ist ganz normal, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Das ist meine Bip. Diese benutze ich jetzt schon seit über einem Jahr. Ich habe auch ein selbst eingestelltes Watchface, was nicht dabei ist. Ich könnte ja auch noch ein Video dazu machen, wie ihr das einrichtet. Und ich setze die Uhr, ich resette die Uhr jetzt und mache mit euch einen Einrichtungsprozess durch, um euch zu zeigen, wie das denn abläuft und wie einfach das ist. Ja, genau. Ich resette die Uhr erstmal. Dafür mache ich sie an, gehe in das Menü. Das ist recht einfach bei der Bip. Ich wische von links nach rechts in Einstellungen. Dann habt ihr hier unten Factory Reset. Ja. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Resetten. Ja. Möchte ich. Hat es nicht gemacht. So, jetzt muss man testen. Mit der Kamera ist das etwas schwierig. So, jetzt wo die Uhr einen neuen Partner sucht, gehe ich auf den App Store und installiere die offizielle Mi Fit App. Die findet ihr in eurem App Store. Das Herunterladen dauert wieder etwas. Vielen Dank, Vodafone, an die schnelle 50.000er Leitung, die ich jeden Monat selbst bezahle, aber irgendwie kommt hier nichts an davon. So, die App hat es installiert. Ich öffne die App. Und schon am Anfang fragt es euch nach der Berechtigung zum Mitteilung senden. Ich erlaube es. Ich will alle Benachrichtigungen haben. Dann könnt ihr euch anmelden mit der Mi Fit App, wenn ihr schon ein Mi Band habt oder einen anderen Fitness-Tracker von Xiaomi oder von Huami. Dann könnt ihr euch anmelden. Mit Facebook könnt ihr das, mit Google und mit einer normalen, stinknormalen E-Mail-Adresse. Ich wähle meinen Google-Account. Ja. Und dann fragt es mich nach meinen Account. Jetzt habt ihr gleich meine E-Mail-Adresse, wen es interessiert. So, ja, ich erlaube den Zugriff auf alle Daten auf Apple Health. Ja, das könnt ihr verbinden miteinander, genauso wie Google Fit. Das könnt ihr auch verbinden. So, jetzt habt ihr euer Mi Fit App. In der Mi Fit App könnt ihr entweder auf diesen Knopf drücken, um euer Gerät hinzuzufügen, oder ihr geht auf euer Profil und könnt dort ein Gerät hinzufügen. Ich mache das einfach so. Dann wählt ihr aus, ihr habt eine Uhr. Einverstanden. Und dann wählt ihr eure Uhr aus. Ha, so, einverstanden. Ich wähle die Amazfit Bip. Und dann sucht es schon meine Bip. Die Bip liegt bereit und sendet. Das Handy empfängt und liegt bereit. Jetzt muss die Uhr gleich anfangen zu vibrieren. Genau, das tut sie. Die Verbindung erlauben. So. Keine Angst, das Touch-Display funktioniert besser, aber da ich die Kamera dazwischen habe, ist das Treffen schwer. So. Immer erlauben. So. Ja, ich will meine Erinnerung, die ich ja schon gespeichert habe, in meinem Account neu reinmachen. Ich will die Uhr koppeln. Und jetzt koppelt es. Das ist alles. Viel einfacher als zum Beispiel
bei Android.